Letzten Monat war vielleicht nicht ganz so viel los wie sonst immer, aber ich habe einiges angefangen, ich habe einiges weitergemacht und fertiggestellt. Und ja, wenn du das nicht verpassen willst, dann darfst du sehr, sehr gerne dranbleiben, liken, abonnieren. Ist natürlich kostenlos für dich und kommentieren würde mich immer sehr, sehr freuen. Glitzerschön als Königin, du strahlst so hell. In deinen Augen leuchten Sterne mehr. Mit jedem Schritt siehst du uns in deinen Bann. Du bist die Königin, die niemals sich vergisst. Hello meine Brillies, welcome back zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du meinem Ruf wieder gefolgt bist und ja, dass wir vielleicht die ein oder anderen neu mit dazu bekommen haben. Wenn du mich nicht kennst, ich bin Björn, ich bin die Diamanthoheit. Und ja, wir painten ein bisschen Bilder, wir packen sehr gerne irgendwelchen Diamond Painting und auch anderen Quatsch natürlich auch aus. Und es freut mich, dass auch du diesem Kanal beigetreten bist. Und ja, wir gehen immer weiter auf die 1500 Follower zu. Also, wenn es dir gefällt, darfst du sehr, sehr gerne bleiben. Und ja, wir haben ja jetzt noch 3 Monate, wenn wir Oktober, November, Dezember. Kriegen wir da die 1,5 voll? Bestimmt, oder? Mal gucken. Ich habe es mir einfach mal als Ziel gesetzt und mal gucken, ob das auch so passt. Und ja, sehr schön. Ich habe das Licht noch mal ein bisschen anders gesetzt. Ich hoffe, ich habe mir das ein bisschen auf dem Fernseher geguckt. Ich fand es ein bisschen zu warm, aber das ist ja immer so. Jeder hat da so seine Favorites. Ich mag das eher ein bisschen kälter von der Farbe her, nicht ganz so warm. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen anders aufgestellt und ja, mal gucken. Ne? Also, wenn du nicht weißt, welches Video, das ist das Video vom Mittwoch, nämlich der TD Hall, fand ich ein bisschen gelbstichig. Aber mein Gott, irgendwas ist ja immer. So, wir wollen aber nicht über die Zukunft sprechen, sondern wir wollen über die Vergangenheit reden. Das ist ja auch immer ein heikles Thema. Und ja, wer mich so ein bisschen verfolgt, auch meine Vlogs, der hat natürlich mitgekriegt, dass ich letzten Monat ein bisschen lädiert war und deswegen kam da nicht immer so viel oder konnte ich nicht so viel painten. Dazwischen war ein bisschen Pause. Aber ich habe mal nachgeguckt, irgendwie habe ich trotzdem viel gepaintet. Keine Ahnung, vielleicht weil ich dann manchmal nicht nur eine Stunde am Tag painte, sondern dann schon mal so 2, 3, 4 Stunden, je nachdem. Gestern waren es auch wieder 4 Stunden. Und ja, und dann kriege ich immer schon mal einiges fertig. Und aber das soll jetzt keine Kritik sein, wenn du nur irgendwie eine halbe Stunde am Tag hast oder nur am Wochenende. Jeder paintet so viel, wie er kann, wie er Zeit hat. Und wenn ich keinen Bock habe, dann paint ich auch nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Genau. Aber trotzdem ist echt einiges dazu gekommen. Ich habe 3 Sachen, die fertig geworden sind. Und ich habe an 3 Bildern gearbeitet. Also was fertig geworden ist, das waren jetzt keine Bilder, sondern das waren eher so kleine Gadgets. Genau. Aber die habe ich auch zusammen mit euch ausgepackt. Und deswegen würde ich mal sagen, wir fangen auch einfach mal mit der Handyhalterung an. Und da habe ich ja diese Winkekatze einmal gepaintet. Die ist jetzt ja auch ein paar Wochen alt gewesen. Die war aus einem Haul, den ich euch gemacht habe, und zwar von Paint Some Way. Da waren die Katze bei, da waren noch andere Sachen dabei, da war ein Bild dabei. Das wollte ich auch immer machen. Aber das habe ich jetzt in der Pause letztens nicht geschafft, sondern die habe ich gar nicht in der Pause gemacht. Die habe ich hier zu Hause gemacht. Meine Pausenbeschäftigung von Dienstag, die zeige ich euch nämlich gleich. Auf jeden Fall, das ist erstmal von Paint Some Way und auch ein sehr, sehr schöner Shop, verlinke ich euch unten. Dürft ihr mal gerne vorbeischauen. Das ist ein China-Shop natürlich, aber die Lieferung ist immer recht fix und die haben auch super schöne Sachen dort. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Paint Some Way zusammen, muss ich ehrlich sagen. Und die sind immer zuverlässig. Und ich kann mir aussuchen, was ich gerne möchte. Mir wird nichts aufgezwungen, so wie bei manch anderen. Und deswegen, finde ich die Firma sehr, sehr schön. Und ja, Handyhalterung, sowas braucht man halt immer. Ne? Andersrum. So, ne? So wird sie dementsprechend aufgestellt, ne? Damit sie, wenn sie gerade
auf dem Tisch steht, ne, dass man hier super sein Handy reinstellen kann. Da kann man, das heißt, ich Netflix gucken, da kann man meine Videos natürlich schauen beim Painten. Ihr könnt dabei aber auch, was weiß ich, TikTok schauen oder was auch immer. Ich habe da ganz oft, wenn ich nicht selber auf TikTok streame, habe ich da, gucke ich mir da Sachen an oder im Discord oder sowas. Da steht so meistens mittlerweile hier drauf. Sie ist ganz cute, die gibt es in 4 oder 5 Varianten. Ich finde sowas ganz praktisch. Und das, wie gesagt, das war so, ja, das, was ich fertig gemacht habe. Ging schnell, ist ja nicht groß, aber ich finde sowas immer ganz cute. So, dann habe ich letzte Woche habe ich in meiner Pause ein paar Stickerchen gemacht. Da war ich natürlich super doof, ne? Ich habe nämlich keine Aufbewahrungsbox mitgehabt. Und ja, deswegen musste ich alle Tüten, weil das waren 12 Sticker und ich habe 4 Stück nur geschafft. Das waren diese Stickerchen hier. Die habe ich mal von Amazon, habe ich die mal gekauft. Und ja, irgendwo musste ich die Steine ja wieder mitnehmen und dann musste ich die ganzen Tüten wieder zukleben und das war irgendwie ein bisschen blöd. Ich hätte mir lieber so eine Aufbewahrungsbox, so eine kleine mit so kleinen Dosen. Ich habe sie gerade nicht hier, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber ja, die habe ich halt nicht mitgenommen so. Und wenn ich die das nächste Mal painte, dann werde ich die auf jeden Fall noch machen. So, ne, das sind einmal die Sticker, die ich jetzt gepaintet habe. Die beiden noch nicht, also der Frosch und die Blume hier nicht. Aber dafür die Schnecke habe ich gemacht. Dann habe ich den Schmetterling gemacht, die Blume und hier unten den kleinen Marienkäfer. Ne? So ein bisschen Frühling reinbringen. In diese kalte Jahreszeit kommen die schon ätzend, oder? Och, ich kann das. Ich mag die Wärme ja nicht so. Ich bin jetzt kein 35 Grad Mensch. Aber ich sag mal, wenn so 25 Grad sind, ist vollkommen okay, ne? Dass man so T-Shirt anhat, die Wohnung ist nicht ganz so aufgeheizt. Da bin ich echt safe mit. Aber dieses nasse Wetter da draußen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber wir wollen nicht meckern. Irgendwas ist ja immer. Und es wird auf jeden Fall irgendwann wieder besser werden. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ja, wenn du dich fragst, wo habe ich dieses Sticker überhaupt drin? Das ist ein Stickerheftchen und zwar von, da sieht man schön das Ringlicht, ne? Von Lulana Cuties. Da habe ich mir das personalisieren lassen. Sie hat mehrere Motive. Ne? Also sie hat nicht nur eins, sondern sie hat mehrere. Das ist jetzt nicht super dick, aber super cute. Ich mag's und ich liebe Otter. Ne? Das ist das gleiche Bild, was ich mir auch von AliExpress mit 120 Farben personalisiert habe. Ne? Das hab ich euch auch ein Video zugemacht. Schaut mal gerne in meiner Playlist vorbei. Time to Bug aus. Genau, da sind alle meine Unboxings drin. Da seht ihr auch alle anderen Unboxings zu allem, was ich habe. Also hier auch zu der Winkelkatze, zu dem Aufsteller, zu den ganzen Produkten von Paint Some Way. Und da war Lana Cute. Nee, das Stickerheftchen war da nicht mit bei. Das habe ich im Rohrz-Vlog vorgestellt. Ne? Ich habe auch einen Vlog. Ne? Wenn du das nicht weißt, darfst du gerne mal vorbeischauen. Da lade ich jede Woche Sonntag um eine gewisse Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, was habe ich das mittlerweile gesetzt. Die Uhrzeit. 18 Uhr habe ich nicht gemacht. 13 Uhr? 14 Uhr? Es ist gut, wenn man seine eigene Zeit nicht kennt. Steht auf jeden Fall in meiner Infobox. Da werde ich auf jeden Fall mittags hochladen. Ich glaube, 13 Uhr habe ich den angesetzt. Also der Vlog kommt immer 13 Uhr und meine normalen Videos kommen immer mittwochs. Das ist safe. Der kommt um 18 Uhr. Und so wie jetzt, das Video, das kommt am Freitag. Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit habe ich, wie viel Content habe ich. Habe ich gerade irgendwas zum Auspacken, gerade irgendwas zum Besprechen oder was auch immer. Aber 2 Videos in der Woche, die sind auf jeden Fall immer safe. Das heißt, sonntags 13 Uhr kommt der Hoheitsvlog und mittwochs ist safe 18 Uhr, kommt dann entweder ein Unboxing oder sowas wie jetzt, ne, dass wir einen Monatsrückblick haben oder ich zeige euch, was ich für Bilder ausgepackt habe, das Video. Plane ich gleich auch noch zu drehen. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. genau. So, dann. Was auch fertig geworden ist, ist dieser wunderschöne Anker. Den habe ich schon mal von Tini Schnickschnack gehabt. Dieser Anker, der ist aber von Teddy. Den habe ich bei mir, also ich habe ja in meinem Vlog so rumgeheult, dass ich diesen
diesen Anker gerne haben möchte, dass ich ihn gerne painten möchte und dass ich ihn einfach nicht kriege. Und da hat meine ganz, ganz liebe Zuschauerin hat mir gesagt, hör mal, ich habe den hier, möchtest du ihn haben? Soll ich ihn dir holen und zuschicken? Und da war sie echt zu lieb und hat mir zugeschickt. Und ganz, ganz lieben Dank nochmal an dich. Und ja, den habe ich diesen Monat auch gepaintet. Und da ist er. Wunder, wunderschöne Farben, ne? Alles Strasssteine, schöne Glitzersteine. Und er ist echt, echt cool, ne? Strasssteine, wie gesagt, er ist auf Holz, ne? Nicht auf einer Acrylplatte. Ich bin kein Fan von Acrylplatten, ne? Weil, wenn da das Licht von hinten durchschimmert, dann ist er so hell. Ne? Dann leuchtet das so komisch durch. Das mag ich jetzt persönlich nicht. Das ist vielleicht auch einfach so ein persönliches Ding, aber ich mag das nicht. Ne? Deswegen finde ich ganz cool, wenn das auf Holz gedruckt ist. Das ist blickdicht und ja, mag ich persönlich lieber. Aber jeder hat da so seine Vorliebe und ist toll, oder? Es ist keine Kordel mit dabei gewesen, aber irgendwo ein Band oder eine Kordel oder sowas hat man natürlich bestimmt irgendwo immer. Die muss ich noch versiegeln. Ich habe das immer noch nie versiegelt, ne? Ich wollte das immer mal machen, aber ich habe gerade auch aktuell nichts zum Versiegeln und ja, muss ich mal gucken. Ich denke mal, nächste Woche werde ich bestimmt irgendwas zum Versiegeln haben. Da wird bestimmt irgendwas fertig. Das Badezimmer ist maritim. Irgendwann hängt der da schon. Ich bin da ganz sicher. Gut, das war das. Und das Dritte, was fertig geworden ist, also die Sticker sind ja auch fertig. Ja, aber die zähle ich jetzt nicht dabei. Da waren 12 Stück drin. Die Winkelkatze, der Anker. Und dann habe ich noch einmal diesen wunderschönen Baum fertig gemacht. Das sind alles Sachen, die ich meistens in meiner Pause auf der Arbeit mache. Ich bin einmal in der Woche in einer Filiale, da, die haben 2 Stunden Mittagspause. Und dann weiß ich ja nie, was soll ich da machen. Ein großes Bild mitnehmen, finde ich viel zu viel. Ja, immer dieses dann mitschleppen und wieder abräumen hier und so, das ist mir einfach zu aufwendig. Vor allem, wenn ich aus Garagen oder so painte, nee, das nehme ich alles nicht mit. So, und dann habe ich mir dafür, habe ich dann immer so Kleinigkeiten. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel ein Actionbild gewesen, da habe ich 4 Stück von, 3 habe ich einmal in einem Unboxing zum Action Haul, wie gesagt, Time to Back aus, schau dich ruhig durch, wenn du die Videos noch nicht kennst, würde mich freuen. Da habe ich alles ausgepackt und der Baum ist, glaube ich, 2 Wochen später gewesen, da habe ich Teddy vs. Action Haul gemacht, da habe ich den Anker vorgestellt und den Baum habe ich damit angenommen. Der Baum ist echt schön. Wie gesagt, 4 Stück habe ich davon. Das sind Totalbilder. Das heißt, wird nur hier in der Mitte gependelt oder hier außen rum so ein bisschen. Es sind meistens alles Sondersteine. Ne? Das sind alles so Strasssteine, Tropfenformen und ja, wunderschön. Also ich liebe diese Bilder. Für einen schmalen Geldbeutel und fand ich richtig cool. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr im Action. Aber ja, ich gucke hier immer ein bisschen, was es so im Action gerade gibt. Aktuell jetzt nicht so viel, was jetzt für mich persönlich was ist. Aber ja, Action ist immer eine coole Anlaufstelle, auch gerade, wenn du zum Beispiel gerade auf das Hobby aufmerksam geworden bist. Oder ich habe hier zum Beispiel heute einen Kommentar gekriegt, was für Shops empfiehlst du mir? Ich bin neu im Diamond Painting und das würde mich mal sehr, sehr gerne interessieren, denn dann ist genau das dein Video. Wenn du gerade angefangen hast und du weißt nicht, na, ist das was für mich? Geh zu Action oder zu Teddy. Na, da gibt es wirklich schöne Bilder, günstig vor allem. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht, ich habe auch nicht mehr im hochpreisigen Bild angefangen. Ich habe mit runden Steinen angefangen. Ich painte jetzt hauptsächlich mit Eckingsteinen, aber runde Steine oder halt so Teilbilder ist super dafür, um einfach mal zu gucken, ist das was für mich? Ist mir das vielleicht irgendwie zu wuselig, zu klein, zu grisselig? Habe ich da die Geduld für? Weiß ich nicht. Ne? Jeder hat ja so seins und deswegen, das ist dafür ganz cool. Oder so kleine Sticker, Anhänger etc. Da gibt es so viel, was man machen kann. Damit habe ich auch angefangen. Bei TikTok habe ich mit Anhängern und Stickern begonnen. Ne? Da habe ich kleine Videos mitgemacht. Irgendwann habe ich dann ein größeres Bild gemacht, so ein 30x40 Bild in rund. Und dann habe ich dann irgendwann, da müsste jetzt fast 2,5 Jahre ungefähr her sein. Dann habe ich dann das erste Bild damals von Lauras Stübchen, den Shop gibt es schon gar nicht mehr, habe ich mir dann einen Otter
mit eckigen Steinen gepaintet und da war ich so nervös, ne, weil ich dachte, ach, ist eckige Steine was für mich? Hast du einmal eckig gepaintet, kommst du dann nie mehr weg. Natürlich gibt es die Ausnahme, wenn du sagst, okay, ich komme mit eckigen Steinen überhaupt nicht zurecht, gibt es auch öfters, ja, aber die meisten painten eckig, weil eckig sieht einfach wesentlich schöner aus, ne? Es liegt schöner und ja, es macht, finde ich persönlich, mehr Spaß mit eckigen Steinen zu painten. Aber wenn du einen runden Painter bist, ist es auch vollkommen okay. Dann, es muss ja auch für jeden etwas geben, was ihm gefällt. Ne? Man muss ja damit Spaß haben. So, wie gesagt, das ist ein Teilbild. Erkennt ihr daran, außenrum ist nichts gepainted. Ne? Das ist einfach normaler Hintergrund und dann halt nur dieser Baum und hier oben. Diese, was weiß ich, ob das Sterne sind oder was auch immer, das wird dann mit Stein beklebt und ganz toll. Also hat auch nicht viel Zeit in Anspruch genommen, vielleicht dreiviertel Stunde, Stunde, dann war das fertig. Aber naja, was ich auch ganz cool finde, ist, dass es auf dem Keilrahmen, ne? Also das ist nicht einfach irgendwie ein Bild nur, sondern das ist auf dem Keilrahmen, ist schön stabil und ja, wie gesagt, gab es vier Varianten davon. Ich habe drei schon gepainted. Und ja, schau doch mal bei Teddy vor. Bei Action, Entschuldigung. Schau doch mal bei Action vorbei. Gibt zwar aktuell nicht. Ich finde auch schade, dass Action keinen Online-Shop hat. Finde ich irgendwie blöd. Ne? Wenn da irgendwie was ist, dann hätte man es sich ja bestellen können. Aber gut, Teddy ist natürlich wie so ein Discounter auch. Ne? Wie, was weiß ich, bei Aldi oder Lidl oder sowas. Wenn die Aktionsware haben, dann haben sie das jetzt und da muss man schnell sein. Vielleicht wird das noch, ich denke mal, das wird nochmal irgendwann nachgeliefert bei Action, aber die kaufen das bestimmt in der begrenzten Anzahl viel ein, hauen das alles in die Läden, verkaufen das alles und dann, ja, was weg ist, ist weg und dafür kommt schon wieder was Neues. Das ist halt ein Konzept so Läden wie Action und Teddy und so, ne? Das ist vollkommen klar. Trotzdem ist es schade, wenn man so wie ich zum Beispiel gerne den Anker haben möchte und weil Teddy hat das auch nicht. Und man bekommt ihn nicht. Naja, irgendwas ist immer. Okay, dann machen wir uns jetzt mal an die großen Bilder dran. Und zwar habe ich hier einmal das kleine Monsterchen. Da muss ich ein bisschen hier hinten, damit ihr das auch seht. Das ist das kleine Monsterchen, was ich auch diesen Monat, ich glaube, ich habe es sogar auch gestartet diesen Monat. Ne? Das Bild ist von Erdbeerkobold. Das ist ein Etsy-Shop. Ne? Der hatte mich angeschrieben, möchtest du mal was von mir testen? Und ich habe gesagt, ja, schick mal sehr, sehr gerne. Und ja, ich komme mal ein bisschen näher. Könnt ihr euch nämlich auf einmal sehen, wie schön die Steine hier liegen. Ne? Das ist, glaube ich, besser. Dann reflektiert das nicht so mit der Folie. Ja. Richtig, richtig schön. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Ja, also das Bild ist hübsch, die Steine sitzen gut, tolle Sondersteine. Wir haben AB und Ferret Dust Steine, glaube ich, ne? Weil auch so, oh, das steht hier, glaube ich, gar nicht drauf. AB und Ferret Dust Metallic Steine nicht, ne? Nee, Metallic Steine nicht. Das war das Bild von vor einem Monat, glaube ich. Ne? Was hier noch der Clou daran ist und was ich richtig feiere, ist Erdbeerkobold. Erdbeerkobold bietet bei sich im Shop so kleine Cover Papers an, ne? Was dem Bild entspricht. Also das kann man dazu kaufen, das gibt es jetzt nicht dabei, aber das sind dann immer so 10 mal 10 große Felder und ja, dann muss man sich das nicht so abkleben oder was auch immer, sondern ne, man sieht auch sofort, was möchte ich jetzt gerade painten, vom Fältchen her, von den Farben her, vom Motiv gerade her, was soll es im Endeffekt sein, wie soll es aussehen, ne? Und das gibt es für das komplette Bild, ne? Also nicht nur die Reihe, sondern für das komplette Bild liefert sie einem das mit. Ja, und sie teilt das auch so auf, ne, dass du jede Reihe einzeln abgepackt bekommst mit so kleinen Heftklammern. Ist das zusammen gemacht? Ist ganz, ganz einfach. Und je nach, man sieht, ja, passt das jetzt gerade in das Feld rein oder nicht? Ist ganz einfach. Also ich habe es mir auch schwieriger vorgestellt, aber es ist alles gut. Und diese
Schuhe da unten. Richtig witzig. Ich feiere das. Ich feiere das Bild. Wie gesagt, die Qualität ist gut und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat mich, wie gesagt, den Monat jetzt begleitet. Eine Woche ungefähr. Also ich habe das Bild jetzt fast halb fertig bekommen in der Woche. Und wenn du das nicht weißt, meine Vlogs bestehen darin, dass ich jeden Monat, jede Woche ein neues Bild nicht anfange, sondern ich wechsle jede Woche mein Bild. Wie gesagt, zum Beispiel können wir ja mal aufs nächste Bild gehen. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel dieses Bildchen hier von Tini Schnickschnack. Das ist der Kuschelnest-Eisbär, den sie neu bei sich im Shop hat. Ich glaube, mittlerweile ist der auch mit Eckingstein ausverkauft. Und das Bild habe ich zum Beispiel letzten Monat gepaintet. Und genau, das seht ihr, oder das habt ihr jetzt in meinem letzten Vlog gesehen. Das heißt, letzte Woche war Tini, diese Woche painte ich Trudi. Das ist das letzte Bild, was ihr gleich seht. Und deswegen werde ich nächste Woche dann wieder mit Erdbeerkobold weitermachen, nämlich mit dem Monsterchen. Und somit seht ihr quasi auch jede Woche, oder nicht jede Woche, doch, jetzt seht ihr in meinen Vlogs jede Woche etwas anderes, was so ein bisschen Abwechslung reinbringt, als wenn ich jetzt 4 Wochen oder 3 Wochen dasselbe Bild pendle. Und ich kann euch in meinem Monatsrückblick auch ständig neue Sachen zeigen. Das heißt ständig neue Sachen, aber nicht nur ein Bild. Guck mal, ich habe das Bild gepaintet und ich habe einen Sticker gemacht und fertig nach 5 Minuten. Denn so habe ich persönlich ja auch viel, viel mehr Content, um euch das zu zeigen. Natürlich wiederholt sich das irgendwo immer, aber nicht jeder guckt hier vielleicht auch jede meiner Videos und somit ist auch sichergestellt, dass ich öfters die Bilder zeigen kann, mit denen ich A kooperiere. Ne? Also alle 3 Bilder ist eine Art Kooperation. Na, also Tini schickt mir dann schon mal Promo-Bilder zu oder sagt mir mal, ich habe hier was Neues, willst du das nicht mal zeigen? Ne? Das gleiche war mit Erdbeerkobold und Methode jetzt auch. Ich finde es halt auch einfach wesentlich angenehmer für mich, weil ich da nicht immer jeden Monat oder jede Woche dasselbe erzähle, wie toll Tini Schnickschnack ist. Ja, Tini Schnickschnack ist gut, ich liebe ihre Bilder. Aber man muss, finde ich, auch manchmal über den Tellerrand hinausschauen, um zu gucken, was gibt es denn noch? Ne? Und da, wie gesagt, kam Erdbeerkobold auf mich zu und sagte, möchtest du nicht mal was mal mit testen? Und da bin ich auch immer offen, auch was Neues zu testen. Ich gucke natürlich vorher an, was ist das? Ist das was für mich? Würde das von der Qualität her für mich in Frage kommen? Und ja, ihr profitiert dann halt davon, ne? Weil ihr müsst euch die Bilder dementsprechend nicht kaufen. Wenn ich sage, das ist Mist, oder wenn ich mein Geschmack oder wenn ich meine Einschätzung dazu sage, dann kann sich halt jeder sagen, alles klar. Da kann ich vielleicht drüber hinwegsehen. Ne? Das ist mir nicht ganz so wichtig, der oder der Kritikpunkt. Und ja. Und wenn ich sage, was Positives, ne? Wenn ich sage, das ist gut, das ist gut, das ist gut, ja, kann man sich dementsprechend auch sicher sein, das ist dann auch wirklich gut, weil ich kenne mich halt nach 2,5 Jahren ganz gut damit aus, würde ich sagen, was ist gut und was ist halt nicht gut. Ja, deswegen, ich finde, da kann man mir schon ganz gut vertrauen. Also so hoch kann ich meine Nase schon wirklich halten, dass ich sage, alles klar, ich weiß, was gut ist und was nicht gut ist. So, genau, das ist wie gesagt der Kuschelnest-Tiger. Der Kuschelnest-Tiger. Und Tini Schnickschnack, auch eckige Steine, AB-Farben und Fairy Dust. Ich habe auch schon wieder ein neues Bild von ihr bestellt. Leute, da wird, denke ich mal, wenn das hier ankommt nächste Woche, dann wird auf jeden Fall ein Unboxing zukommen. Wirklich ein ganz anderer Stil. Ne? Also ist, glaube ich, auch von Sandrietta. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist so ein Mädchen mit so einer Katze. Das ist so ein, ich nenne das manchmal so erwachseneren Bild. Richtig, richtig cool. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen und ich muss das einfach haben. Ja. Genau, das ist halt nicht so kitschig, ne? Also ich sag mal, das finde ich jetzt nicht so krass kitschig vom Bild her. Oder auch den
kuscheln lässt, Tiger, den ihr hier über mir oben seht. Das ist ja alles aus derselben Serie. Da gibt es noch ein Eichhörnchen und jetzt ein Igel. Das ist für mich jetzt nicht kitschig. Aber Tini hat schon kitschige Bilder manchmal einfach zwischendurch. Zum Beispiel von Becks AI ist jetzt nicht mein Geschmack. Die würde ich mir jetzt auch persönlich nicht kaufen. Aber da gibt es genug, die wirklich diesen Stil mögen. Und jetzt hat sie halt rausgebracht, was so ein bisschen erwachsener ist. Und auch von Trudi habe ich ein Bild mir bestellt. Da konntet ihr sogar mal abstimmen, welches Mädchen das wir nehmen. Das ist ein abstrakteres. Weiß nicht, ob der, könnt ihr ja mal in der Community einmal gucken. Da habe ich mal vor 3 oder 4 Wochen, habe ich da mal eine Umfrage gemacht. Möchtet ihr das Girl mit dem weißen oder mit den roten Haaren? Und ja, die meisten haben sich für das Weiße entschieden. Und auch bei Instagram, da bin ich halt auch aktiv, dürft ihr auch gerne vorbeischauen. Auf Instagram, TikTok heißt sie auch Diamant White. Und da habe ich mir auch eins bestellt. Ganz, ganz tolles Motiv. Die sind so ein bisschen erwachsener. Genau, ne, das ist ja jetzt eher so ein bisschen komikhafter, kindlicher. Mag ich sehr, sehr gerne diese Stile. Aber wenn das zu kitschig wird, ist das nicht so meins. Aber die Geschmäcker ändern sich natürlich auch, ne? Weil zum Beispiel das letzte Bild, das ist das, was ich jetzt diese Woche painte. Das heißt, jetzt am Freitag, wenn dieses Video rauskommt, wird das so, werde ich ein bisschen weiter sein als hier jetzt. Ich bin ja jetzt dort, also das ist schon, ja, ihr seht, wie groß das ist, also 70 mal 70. Das heißt, 2 Drittel habe ich schon fertig. Ich werde jetzt diese Woche hier noch an der Reihe arbeiten. Aber ich denke mal, die komplette Reihe werde ich nicht fertig bekommen. Einiges bestimmt auf jeden Fall. Aber dann werdet ihr sehen, wie weit ich jetzt stand am Donnerstag. Also ich drehe es einen Tag vorher, am 3.10. drehe ich das jetzt gerade. Dann seht ihr schon mal, wie weit ich jetzt bin. Und wo hört der Hoheitsvlog auf? Ich höre ja meistens, ich werde morgen aufhören, genau. Morgen Abend werde ich aufhören mit dem Hoheitsvlog, also am Freitag, jetzt, wo ihr das Video seht. Das heißt, ich habe noch 2 Tage. Ich habe heute noch, wir gehen allerdings nachher ins Kino. Deswegen weiß ich nicht, ich denke mal so ein Feld heute mindestens, vielleicht morgen Freitag auch nochmal eins. Das heißt, es wird auf jeden Fall 1-2 Fältchen mehr sein, als jetzt hier gerade ist. Jo, und dann werde ich aufhören, weil am Samstag bin ich auf einem Junggesellenabschied. Deswegen habe ich jetzt noch heute und morgen. Und dann ist der Hoheitsvlog auch schon vorbei. Aber ich habe euch natürlich mitgenommen, was ich so gemacht habe. Ihr werdet den Baum werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass ich den auf der Arbeit gepaint oder painten wollte. Und ja, den Fortschritt werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Was ist diese Woche, wird auch nicht viel ankommen. Also ne, durch den Feiertag und so kam nichts an. Und ich denke mal, nächste Woche ist da wieder ein bisschen mehr los. Ne? Aber so ist das nun mal halt. Gut, das war mein Rückblick für den Monat September. Und ja, das war's. Ich kann euch ja nochmal alles ganz kurz im Schnelldurchlauf zeigen. Das war, wie gesagt, einmal von Trudis Diamond Painting Art Shop. Sehr, sehr schönes Bild, sehr gute Qualität. Da könnt ihr mit sehr gutem Gewissen shoppen, euch auslassen. Man kann sich dort was aussuchen. Das habe ich, glaube ich, gar nicht dabei gesagt. Bei Trudi ist der Vorteil, ihr könnt euch unter ganz, ganz vielen Bildern könnt ihr euch was aussuchen, was euch gefällt. Von der Größe her, von den Steinen her könnt ihr euch aussuchen, was ihr gerne haben möchtet. Also mehrere Größen, mehrere Steine, also Sondersteine. Welche möchtet ihr haben? Möchtet ihr den Mix haben? Das könnt ihr bei ihr alles auswählen. Bei Tini ist das Lagerware. Ne? Das bedeutet, sie hat die vor Ort und wenn die ausverkauft sind, sind sie meistens ausverkauft. Ne? Da könnt ihr auch die Größe und so nichts verändern. Bei Trudi trotzdem. Bei Trudi müsst ihr allerdings, ich glaube, 6 bis 8 Wochen oder 10 Wochen Lieferzeit hat sie aktuell. Das Mädel, was ich bei ihr bestellt habe, das dauert auch noch ein bisschen, weil da irgendwie was nicht angekommen ist. Sie musste was zurückschicken oder ja.
irgendwas ist halt dementsprechend halt immer. Aber da müsst ihr einfach ein bisschen Produktionszeit auf euch nehmen, weil sie bestellt das extra für euch, klar, weil es dann personalisiert ist, meistens einmal in der Woche, ne? Und dann, ja, also wie gesagt, bei Trudy müsst ihr mal so 6 bis 10 Wochen ungefähr, so gute 2, 2,5 Monate in Anspruch nehmen oder Geduld haben, bis das Bild einfach bei euch ist. Aber ja, bei Tini geht es wesentlich schneller. Aber wie gesagt, das ist auch Lagerware, was sie vor Ort hat. Und bei Erdbeerkobold hat sie, glaube ich, auch keine Lagerware. Ne? Da kommt es dann auch drauf an, was sie hat. Und ja, ich glaube, da waren 2 Wochen, was ich gewartet habe, glaube ich. So, dann hatten wir hier diesen wunderschönen Anker von Teddy. Einmal die Händehalterung von Pantsomway. Wir hatten die Stickerchen von Amazon. Und wir hatten diesen wunderschönen Baum von Action. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn du bis hierhin geguckt hast, darfst du auch sehr, sehr gerne ein Like da lassen, einen Kommentar. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche vielleicht, was ich mal für euch painten soll, was ich für euch testen soll, wo ihr vielleicht mal meine Meinung so gerne haben möchtet zu irgendeinem Hersteller? Ich habe bestimmt schon mal irgendwas von diesem Hersteller vielleicht mal gepainted, dass ich euch mal was zeigen kann. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare und ihr dürft auch sehr gerne ein Abo da lassen. Wie gesagt, mein Ziel ist es dieses Jahr 1500 Follower. Ob das 300 in 3 Monaten, glaube ich, das schaffe ich nicht. Aber egal. Sonst machen wir uns das zum Ziel für nächstes Jahr. Gut, dann wünsche ich euch einen bezaubernden Tag, ein bezauberndes Wochenende. Bei dem Wetter können wir nichts anderes machen, außer pennen. Es ist ein tolles Hobby und wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag wieder zu einem Hoheits-Vlog. Ich küsse euch, macht es gut und ciao. Diamant-Hoheit, ihre Schönheit wie ein Schein. Diamant!